Warum Wikonomy? Weil Wikonomy einen inspiriert, fordert und es so fantastische Ideen gibt, die ich so zum Teil teilen kann, zum Teil weiterverfolgen kann. Wikonomy bringt einfach Spaß, mit vielen interessanten Menschen zusammenzukommen, zu lernen und auch weitergeben zu können. Ich finde es eine sensationelle Gründerinitiative, die wirklich vielen Gründern hilft, um aus ihrer Gründungsgeschichte auch eine Erfolgsgeschichte zu machen. Ja, ich glaube, jetzt ist es nochmal greifbarer geworden, was dieses Netzwerk und die Top-Manager ausmachen. Das ist einfach eine riesen Möglichkeit, ein Reservoir aus den Erfahrungen, aus den persönlichen Kontakten, die man da knüpfen kann. Die kommen einfach so schnell in die Themen rein und geben einem dann die richtigen Impulse. Nach der Preisverleihung heute Morgen, da sind die Top-Manager nach und nach eben an den verschiedenen Stationen vorbeigekommen, haben in 30 Minuten mit uns diskutiert. Einfaches Wort, challenging. Also war super spannend, weil viele, viele Thematiken, viele Fragen, viele kritische Nachfragen, wo man Antworten finden musste. Das, was wir uns gewünscht haben, ein offenes Kontaktnetzwerk, wo wir auch Ansprechpartner für unsere Thematik finden, um den nächsten Schritt zu gehen. Wikonomy ist in gewisser Weise ein Jungbrunnen, nämlich tatsächlich die Idee, mit jungen, ambitionierten Menschen unterschiedlichsten Ideen zusammenzukommen, kombiniert durch viele andere interessante Leute. Da entsteht etwas, das wirklich außergewöhnlich ist. Ich denke, es wird immer darüber geredet, es gibt zu wenig Geld. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern es geht vielmehr darum, jungen Menschen auch das Gefühl zu geben, dass, wenn sie gründen und wenn sie etwas Neues auf den Weg bringen wollen, dass das eine gesellschaftliche Anerkennung findet. Es ist oftmals so, Technik ist, ich sage das von mir als Kauffrau, Technik können die alle. Sie wissen alles, was mit ihrer Erfindung zu tun hat. Jetzt geht es aber oftmals ans Vermarkten, an Kundensuche. Und da ist das Thema, da gerne Unterstützung zu geben, das finde ich einfach fantastisch. Wo wir besser werden können, wo wir dran arbeiten können, wie wir uns noch besser aufstellen können. Und natürlich ganz viel wertvolle Kontakte, ne, in die ja, Partnerunternehmen, die jetzt auch tatsächlich ehrliches Interesse am Produkt haben oder zumindest sagen, ich kenne da jemanden, den könnte das interessieren. Und das ist toll. Unser Coach hat eben so schön gemeint, die Tür ist offen an der einen oder anderen Stelle, aber den Schritt in das Gebäude rein, den müssen wir jetzt machen.